Google-Mutterkonzern Alphabet hat im zweiten Quartal 2018 starke Gewinne eingefahren und die Markterwartungen trotz milliardenschwerer EU-Strafe übertroffen. Insgesamt nahm Alphabet von April bis Ende Juni 27 Milliarden Euro ein, dank des boomenden Geschäfts mit der Online-Werbung. Wegen des neuen EU-Datenschutzgesetzes musste das Unternehmen seine Datenschutzerklärung überarbeiten und Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung von Nutzerdaten vornehmen. Auch bei der Shopping-Suche musste Google nachbessern und eine EU-Entscheidung aus dem vergangenen Jahr umsetzen. In der vergangenen Woche hatte die EU den Internetgiganten zur Zahlung einer Rekordstrafe von 4,3 Milliarden Euro verurteilt. Insgesamt hat Alphabet 2,7 Milliarden Euro Reingewinn eingefahren. Ohne die EU-Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden Euro wären es 7 Milliarden gewesen. Schon im Vorjahresquartal waren die Gewinne des Unternehmens wegen einer 2,42 Milliarden Euro hohen Wettbewerbsstrafe aus Europa kleiner ausgefallen.